hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Wieso, interessierst du die Kamera da noch weniger oder was? Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen machen muss. Na. Noch ein Erfolg. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Ja. Will ich gerade, ob ich das jetzt eben mache oder jetzt erstmal hier hinfliegen? Ja, komm, machen wir eben erstmal auf Speed. Dann kann ich auch noch die Taschen entleeren. Ist das eine andere Quest? Ja, ist noch eine andere Quest, okay. Welche war denn jetzt hier? Das ist auch noch ein anderer Gespräch mit den Hauselfen außerhalb der leeren gestehenden Lars und Hogsmeade. Ach doch, da ist es doch. Da muss ich hin. Ich troll. So. Ja gut, dann haben wir sogar noch zwei Quests in Hogsmeade. Es muss ja immer noch irgendwie eine Quest geben, die man irgendwie nur auf der PlayStation hat. Ja, auch mit der Grund, warum ich unbedingt die PlayStation 5 haben wollte. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich PlayStation 5 haben wollte. Also prinzipiell wollte ich natürlich immer eine haben. Aber jetzt dann direkt doch so rechtzeitig. Zurück von ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Dann habe ich mich ja intensiv darum bemüht, einen zu bekommen. Und habe sie auch bekommen. So, kaufen wir erst, bevor ich sie vergesse. Na, wonach suchen Sie heute? Ich will nur. Ich hätte mehr dabei. Das sind einfach nur andere Besen. Gibt es noch nichts. Danke fürs Vorbeischauen. Interessantes. Hoffentlich bis bald. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals vielen Dank. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, noch hat er die Nachrichten. Danke fürs Vorbeischauen. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. So, dann war jetzt hier irgendwo die Quest. Auch direkt hier mit der Hauselfe. Auf Neuigkeiten. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Ey, bin doch gerade erst raus. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. 4000! Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen.
Ich liebe auf jeden Fall nicht deine Preise. Dafür, dass du es nur durch mich machen kannst. Was kostet das normalerweise? Ich bin so gespannt, was sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Jo. Werden wir bei Gelegenheit auch machen. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. So, jetzt habe ich nicht mehr die Elfenbö, sondern die Dingens markiert. Und noch da lang. So. Hallo und Verzeihung. Hallo, Penny. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo. Ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Aha. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Metern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Jetzt? Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zu Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason. Ach, schon komisch, so als Hogwarts-Schüler, 5. Klasse, hast einen eigenen Laden in Hogsmeade, einfach so, ne? Warum herrscht hier ein solches Chaos? Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Warum liegt dir das Verkaufen so? Ungewöhnlich für eine Hauselfin. Oh, vor seinem Tod hat Pennys früherer Herr, Mr. Mason, ihr alle möglichen Aufgaben in seinem Laden anvertraut. Penny schätzt, dass ein solches Talent für Hauselfen ziemlich außergewöhnlich ist. Aber Mr. Mason wollte es so und Penny hat es gerne getan. Mr. Mason war ein wundervoller Herr. Gut. Dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Ja. Dann schauen wir mal. Das ist auch ein Weg. Ist ja noch... Okay, ich mir...
eben. Hä? Ich will die Quest markieren. Okay, ist anscheinend markiert. Okay, wollen wir noch hier hin? Kommen wir ja ganz davon ab, den Phönix zu retten. Aber nicht schlimm. Will ja eh alles machen. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Ganze Herde? Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell. Und Oma, sie ist ein dicker. Man muss sie überzeugen, damit sie mitkommt. Ich muss nach einem... Haben Sie mein Piekse-Pony gefunden? Nein. Wollte ich gerade noch zuhören, was du sagst. Hier war das noch, wo ich die Tierwesen verkaufen konnte, oder? Ich habe ja noch etwas zu verkaufen. Ja, genau. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Die Kniesel können wir nicht verkaufen, aber das Mondkalb vor allem. Nur den Niffler nicht. Ich habe ja nur einen Niffler. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Erstmal jetzt hier hin. Mit der Herrin sprechen, die den Laden verkaufen will. Da ist sie. Hallo, Madame Mason? Ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? So ein bisschen. Ja, ich wollte schon immer einen eigenen Laden. Oh, fantastisch. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber, und verzeihen Sie mir die Frage... Sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ich habe ein Händchen für solche Dinge, wenn ich das sagen darf. Wenn wir uns einig werden, würde ich den Laden gern kaufen. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen.
Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Hm. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Ah, Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen. Ja, ein erfolgloser Laden wäre wahrscheinlich für die ganze Umgebung ungünstig. Sie sind sehr aufgeweckt. Kommen wir ins Geschäft. Was soll denn kosten? Was genau meinen Sie denn bitte mit scheitern? Das bedeutet lediglich, dass ich helfen kann, die Verluste abzufangen, sollten Sie das Geschäft aus irgendeinem Grund nicht fortführen können. Mehr nicht. Doch, wie Sie bereits sagten, sind die Chancen dafür verschwindend gering. Ihr Laden hat eine ausgezeichnete Lage. Warum hat ihn noch niemand gekauft? Das stimmt. Aber ich habe gerade erst entschieden, ihn zu verkaufen. Ich bin die Mühe leid. Mein verstorbener Ehemann war von uns beiden der wahre Ladeninhaber und Geschäftsmann. Sie täten gut daran, diese Gelegenheit zu ergreifen, bevor weitere Angebote bei mir eintrudeln. Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch Sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil. Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Ihre Hilfe wird den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. Okay, erstmal hier. Alohomora. 1500 für den Laden kaufen. Das ist ja schon billig, ne? Kriegst du so ein ganzes Haus und eine Sklavin letztendlich. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Sehr gut. Dann warten wir direkt mal, um den Demigeist, du gehörst mir, Demigeist, mitzunehmen. Wie viele fehlen mir da eigentlich noch? Revelio ist hier aber erstmal direkt nichts zu holen. Da ist die Tür. Habe ich die Truhe da noch nicht geöffnet? Ne, habe ich noch nicht. Da haben wir schon mal direkt wieder 500. Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel.
Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Da haben wir einen Laden gekauft.